herzlich willkommen zum Trainingstuesday aus Nordkirchen. Heute ist unsere Situation um das Grüne herum ein Chip, den ihr auf eine kurz gesteckte Fahne spielen müsst, von hartem Boden. Gerade jetzt ist überall der Boden sehr ausgetrocknet. Ihr habt jetzt diese Lage und ihr müsst den Ball auf die kurz gesteckte Fahne spielen. Das erste Problem wird sein, wie bekomme ich den Ball hoch? Und da kommen wir auch gleich zum ersten Fehler, den die meisten machen. Die meisten kippen nach hinten, versuchen den Ball anzuheben, toppen ihn und schießen ihn dann übers Grün. Also, auch hier in der Situation, nehmen wir den Ball mittig, ihr könnt ihn ganz leicht links legen. Jetzt wird es aber wichtig sein, dass ihr versucht, mit einem steilen Eintreffwinkel an den Ball zu kommen und dann hier unten den Schläger ganz normal ins Finish schwingt. Also ihr nehmt euren Ball mittig, ihr öffnet den Schläger ganz leicht, spielt jetzt über das Handgelenk steil und spielt dann den Ball hoch aufs Grün. Der Ball wird jetzt nicht so hoch gehen wie in anderen Situationen, aber da ihr von so einer kahlen Stelle spielt, wird er sehr viel Spin haben und dadurch recht schnell im Grün liegen bleiben. Und den Schlag nochmal aus dieser Perspektive. Also der Boden ist hart, ich nehme den Ball mittig, ich öffne den Schläger ganz leicht, spiele nun die steile Ausholbewegung, komme von oben an den Ball und lasse dann den Schläger ganz normal ins Finish gehen. Und ihr seht, der Ball geht flach raus, bleibt sehr schnell liegen, wäre sogar fast ins Loch gegangen. Also ihr habt mehr Spin, weil er von der harten Stelle spielt und der Ball wird nicht so hoch gehen, aber durch den mehr Spin halt schneller liegen bleiben. Viel Spaß beim Üben, bis bald, euer Matthias.